Bei mir im Studio ist Mario Chaya, CDU-Generalsekretär. Herr Chaya, ich begrüße Sie. Schön, dass Sie heute da sind. Also lassen Sie uns vielleicht noch mal über Herrn Habeck und seinen Staatssekretär Greichen da sprechen. Vetternwirtschaft ist da eben der Vorwurf, der eben auch ganz offensichtlich geworden ist. Greichen habe sich hohe Verdienste um die Klimawende erworben, sagt jetzt Herr Habeck, um seinem Staatssekretär da den Rücken zu stärken. Aber kann man das eine mit dem anderen überhaupt vermischen oder rechtfertigt das eine das andere? Müsste er den Mann nicht eigentlich gehen lassen? Ja, es steht die Integrität des Bundeswirtschaftsministers selbst in Frage. Mhm. Er hat im Grunde in seinem gesamten Apparat ein Küchenkabinett aufgebaut, das miteinander über den Stammbaum verwandt ist. Er hat bei den Referatsleitern, wo Ausschreibungen üblich sind, nicht bei Abteilungsleitern, aber bei Referatsleitern sind sie üblich, hat er die Ausschreibung sein lassen, hat 18 Referatsleiterpositionen ohne Ausschreibung besetzt. Es ist an unterschiedlichen Stellen, passt halt eben Anspruch und Wirklichkeit bei den Grünen nicht mit zusammen. Und jetzt stellen Sie sich vor, eine bundeseigene Energiegesellschaft. Der Staatssekretär soll den Nachfolger aussuchen. 18 Menschen bewerben sich darauf. Und sei es drum, der Trauzeuge wird's. Und dass es der Trauzeuge ist, ja, das sagt man aber dann erst später. Das hat nicht nur ein Geschmäckle, er ist der Bundeswirtschaftsminister, ist hier nicht die grüne Parteizentrale. Und wir sehen das, wir haben das gesehen bei dem ganzen Mist, den er gebaut hat in der Frage der Gaspreisbremse, die überhaupt nicht funktioniert hat. Wenn man sich halt eben nur mit dem Heizungssituation jetzt, bei der Frage, was wir erlebt haben, bei den gesamten Energiefragen, die er, wie er sie angesprochen hat, Atomkraftausstieg, wenn man gegen den Sachverstand des Ministeriums arbeitet und man merkt, dass das Umfeld im Grunde nach nur ein kleiner Familienclan ist, wo alle miteinander verwandt oder verschwägert sind oder der eine ist der Trauzeuge, sein Bruder verwaltet ihm den Preis, den die Schwester vom Staatssekretär vorher ausgesucht hat. Das hat alles ein Geschmäckle. Hier muss eine Entscheidung getroffen werden. Der Mann kann nicht mehr unabhängig dieses Amt ausüben. Ist es denkbar, dass Herr Greichen das unter der Hand alles selbst so organisiert hat, so wie Sie es gerade beschreiben, und der Minister das vielleicht gar nicht wusste? Oder muss man davon ausgehen, dass Herr Habeck da von Anfang an auch entsprechend eingeweiht war? Ja, beides wäre ein Problem. Wenn der Minister davon nichts gewusst hat, dann ist es kein guter Staatssekretär. Ich gehe aber davon aus, dass durch das enge Vertrauensverhältnis, was ja schon seit längerem besteht, die beiden Staatssekretäre sind miteinander verwandt. Greichen hat selbst mit seiner Schwester unterschiedliche geschäftliche Beziehungen ist hier eingegangen. Aufträge wurden erteilt. Das weiß doch er, das weiß doch der Minister. Dieses gesamte Konglomerat ist jetzt deutlich geworden und es werden halt eben falsche Entscheidungen getroffen fürs Land. Und das ist so entscheidend. Bei dieser gesamten Debatte um den zwangsweisen Austausch von Heizungen in Deutschland merken wir doch, dass die Menschen eine große Angst derzeitig haben und dass das Gegenteil erreicht wird. Bei den Gas- und Wasserinstallationsunternehmen häufen sich die Anrufe, die sagen, baut mir bitte noch eine bestehende Gas- oder Ölheizung ein, damit ich die nächsten 20, 25 Jahre Sicherheit habe. Wir sehen die gleiche Entwicklung übrigens bei den Elektroautos. Seit der Debatte um das Verbrennerverbot ist die Zahl der Autos mit Verbrennermotor, die verkauft werden, ist gestiegen. Das ist kein guter ökologischer Umbau. Und er kann dieses Amt auch nicht mehr neutral ausüben.